Kennt ihr das? Es ist kurz vor Weihnachten, ihr seid total aufgeschmissen, weil ihr keine Geschenke habt. Für Freunde und Familie. Doch dieses Spiel hilft euch weiter. Christmas Shopper Simulator. Dieses Spiel tropft vor Sinn. Hier lernt ihr, wie ihr richtig einkauft. Ihr könnt euch mit anderen Kunden anfreunden. Und ihr findet das passende Geschenk. Noch nie war Weihnachtsshoppen so einfach. Kaufen Sie jetzt Christmas Shopper Simulator. Nur für 999 Euro. Jetzt bei Steam. Ich habe mir gerade so überlegt, wie ein Trailer aussehen wird für dieses Spiel. Denn das ist das komplett bescheuertste und behindertste Spiel, was mir in diesem Jahr untergekommen ist. Und ich zeige euch einfach mal kurz, was in diesem Spiel alles so geht. Wir versuchen ein bisschen das hier so ganz gut zu machen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr seid im Einkaufsladen am 23. Dezember, habt noch keine Geschenke. Deswegen klaut man die einfach unter dem Weihnachtsbaum, was aber nicht geht. Ha, alles geht. Und stellt euch jetzt mal vor, das ist eure Mutter hier. Ja, Mama, ich habe ein Geschenk für dich. Willst du es nicht aufmachen? Verdammte... Oh shit, ich kann Leute treten. Fußball! Oh shit. Wieso bin ich so brutal? Okay Leute, versuchen mal das Spiel etwas ernsthafter zu spielen, auch wenn mir das sehr schwer fällt. Aber wir kaufen uns hier ein bisschen Kleidung, ne? Oder was ist das? Ein rotes Hemd. Wieso nicht? Und dann nehme ich das einfach mit, ne? Ey, was? Was willst du? Das ist mein T-Shirt, mein Hemd. Ich hab's ihm aus der Hand getreten. Du kriegst mich nicht. Hey. Tschüss. Alter, der rennt ernsthaft hinter mir her. Nein, ich will das Geschenk. Wow, was? Alter, er zieht mich zurück. Was? Lol. Ich dreh's einfach weg. Gut, wenn ich schon die Sache nicht gratis haben kann, dann zerschmetter ich euch den Laden. Guckt. Weg mit den T-Shirts. Ich arbeite jetzt hier, deine Schicht ist vorüber. Oh, ich habe eine Glatze bekommen. Okay, gehen wir was anderes einkaufen. Was habt ihr hier verloren? Wieso sitzen die so... Was habt ihr hier verloren? Bäm, Einbruch! Hey. Oh shit, ich klaue Tiermasken. Die steht mir, ne? Die steht mir. Eine Pferdemaske, komm. Tschüss. Da kommt sie angerannt. Hahaha. Alter, die hat's aber drauf. Ich breche hier auch noch ein. Ich breche in zwei Laden gleichzeitig ein. Oh, Alter. Wow, da hast du dein Geschenk. Komm, nimm's. Was macht die jetzt? Die rennt jetzt mit dem Ding zurück in den Laden. Hast du nichts Besseres zu tun? Hey, was geht? Date verkackt. Okay, die Anmache habe ich ganz schön verkackt. Nur wegen... Was macht die auch, ey? Den Abfalleimer bestauen. Das ist Sparta Bowling! Wow. Wir haben hier den... Hier kann man fliegende Kisten kaufen. Wer will das nicht? Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Groß und Klein. Okay, ich kaufe jetzt hier dieses Duschmittel. Alter, ich wollte das nicht mal, ich schwöre. Okay, so kauft man ein. Ernsthaft? So, jetzt habe ich es gekauft. Siehst du das? Ich hab's... Oh, Entschuldigung. Ich hab's gekauft. Siehst du, ich hab's gekauft. Ja? Der Guckste. Der hat auch einen geilen Job. Der steht den ganzen Tag vor dem Laden und wartet, bis jemand kommt und ihn ausraubt. Was ist dein Problem? Hier, hab ein Geschenk. Wir legen's unter den Weihnachtsbaum. Yeah, Mission geschafft. Eine tanzende, fette Frau. Ich kann auch tanzen. Sind wir nicht toll? Wow, das war ein geiler Kick. Yeah. Wieso macht es so viel Spaß, Leute durch die Gegend zu kicken? Das ist Steve. Steve schläft gerne im Badezimmer. Mach ich auch gerne.
Komm, wir schlafen eine Runde. Wow! Trampolin-Couch. Das ist einfach eine Warteschlange vor dem Frauenklo. Ich glaube, ich muss da ein bisschen aufräumen. Hey, was dauert so lange? Security! Ui! Ui! Hat jemand Bock, Fußball zu spielen? Oh, nicht schlecht. Fußball und Domino in einem Stück. Und er flankt und er schießt. Tor! Aus dem Weg. Ich bin so brutal. Okay, komm, Leute, lasst uns wieder etwas ernster sein. Ich glaube, ein Einkaufswagen ist schon eine gute Idee. Komm, kann ich einen Einkaufswagen nehmen? Wo, was? Habe ich da eine Hundeleine ausgepackt? Alter, ich fetz alle Leute damit um. Das funktioniert nicht so gut. I believe I can fly. Na, nicht ganz. Ich hänge hier rum. Wollt ihr sehen, an was ich gebunden bin, Leute? Ich glaub's nicht, dass es geht. Aber es geht. Es muss ja gehen. Ich habe eine Hundeleine an einem Menschen. Haben wir hier das sinnvollste Spiel 2015? Kannst du den Ball nicht ruhig halten? Der Ball ist zu schwer. Ich lass ihn gleich los. Guckt, ich habe eine Sportart erfunden. Nein, nicht getroffen. Yes, Treffer. Stellt euch einfach vor, ihr seid im Einkaufszentrum, ihr rennt auf eine Couch, ihr kickt auf die Couch, dann springt ihr in die Luft und versucht dann mit einem Ball in den Weihnachtskranz zu treffen. Was wird wohl passieren? Okay, gut, Leute sterben schon, wenn sie mich reinlaufen. Ich bin wahrscheinlich Gott oder so. Was ist das hier, bitteschön? Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr gerade alles einen schwulen Tanz gemacht oder meine ich das nur? Die Moonwalked! Ey, Michael Jackson! Was? Haben die ein unsichtbares Skateboard? Ja, das will ich auch haben. Okay, Leute, das war's fürs Erste mit Christmas Shopper Simulator. Ich habe dank dem Spiel ganz viel gelernt. Und zwar, wie man richtig Geschenke einkauft, wie man nett zu den Leuten ist, wie man sich verhalten soll. Das war sicher sehr hilfreich, ich hoffe für euch auch. Ich wünsche euch eine schöne Festzeit. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Und tschüss. Einkaufen macht so müde.